Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich war gerade bei Hyundai und habe hier mit meinem Hyundai i20 meine 3-Jahres-Inspektion gehabt. Hat gekostet 260 Euro. Mein Auto gebe ich jetzt in ein paar Tagen ab und möchte ein kurzes Resümee hier bringen. 3 Jahre, etwa 36.000 Kilometer hat das Auto auf der Uhr. Und möchte euch kurz, ich hatte zum ein Jahresfazit gemacht, ein 2-Jahresfazit und jetzt kommt das 3-Jahresfazit. Und ich bin super zufrieden, kann ich vorne wegnehmen. Ich habe die 3 Jahre lang, die 35.000, 36.000 Kilometer, nichts gehabt. Das heißt also, ich komme jetzt hier leider nicht weiter, nichts am Auto gehabt, nur die drei Inspektionen und die habe ich halt bei Hyundai machen lassen, waren jeweils so um die zwischen 200 und 250, 260 Euro. Ja, für einen Kleinwagen ist es schon okay, aber es ist, hätte auch günstiger sein können. Generell ist es aber so, die Werkstatt hier in Kerpen, bei der ich all die Inspektionen gemacht habe, mit denen habe ich immer einen Termin ausgemacht und jetzt haben die gerade mal 1 Stunde und 20 gebraucht für die Inspektion. Das heißt, ich habe dann immer drauf gewartet, schaue mir dann natürlich gegenüber haben die ein großes Autohaus, wo natürlich Hyundai, Nissan und so weiter Autos stehen. Da kann man sich natürlich immer schön umgucken. Man kriegt da immer einen netten Kaffee. Also man ist da wirklich sehr gut aufgehoben. Ich kann den Namen nennen. Das ist das Autohaus Bleuel in Kerpen. Da ist man gut aufgehoben. Die haben schöne Autos da stehen. Und ich habe mir natürlich, weil ich ja meinen i20 jetzt abgeben muss, dort auch den neuen i20 angeschaut, der erst vor 3 Tagen vorgestellt worden ist. Also noch brandneu. Probefahren konnte ich ihn leider nicht, weil die nur einen Wagen dort stehen haben zur Vorführung und der ist noch nicht mal zugelassen. Habe mich aber reingesetzt und habe einige Fotos gemacht, von innen, von außen, aber auch vom Motorraum und so weiter. Und die würde ich euch jetzt gerne mal einfach mal so zur Einstimmung gerne kurz mal dazwischen schneiden. Noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich finde den sehr schick. Ich finde, er ist sehr, sehr schick geworden. Mit dem riesen Cockpit, mit dem virtuellen Cockpit innen, ist er wirklich up to date. Aber es ist natürlich auch ein Auto für doch gut über 20.000 Euro. Da muss man mal schauen, denn vergleichsweise ein i30, zum Beispiel eine N-Line, so also eine schöne sportliche Variante, bekommt man dort auch sehr günstig zu einem ähnlichen Preis. Ich muss mal schauen. Bisher ist es noch nicht entschieden. Nochmal zu diesem hier. Also, ich bin super zufrieden. Er läuft klasse. Der 1,2 Liter Motor mit 84 PS. Ja, ich habe es auch in den anderen Videos schon gesagt. Es ist keine Rakete. Aber für kurze Autobahnfahrten, für die Stadt sowieso, fürs Land, das sind die Kilometer, die ich meistens fahre. 3 Jahre und 35.000 ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Es ist absolut ausreichend. Ein tolles Extra ist das, was ihr hier über mir seht, das große Panoramadach. Das ist im Übrigen leider bei dem neuen i20 nicht gibt. Kein Schiebedach, kein Glasschiebedach und kein Panoramadach. Wäre ein Grund für mich eventuell, mich gegen dieses Auto und dann doch vielleicht für den i30 zu entscheiden. Ich weiß es noch nicht. Aber ihr werdet es hier in meinem Kanal sicherlich erfahren. Nochmal das Resümee zu diesem Auto hier. Ich kann ihn empfehlen. Spritmäßig 5,5, 6, 6,5 Liter, je nachdem, wie ihr ihn fahrt. 5-Gang-Schaltgetriebe, butterweich, alles in Ordnung, auch nach 35.000 Kilometer. Aber klar, das sollte es auch sein. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber nochmal, es ist nichts, gar nichts dran gewesen. Alles funktioniert. Die Sitzheizung, die Lenkradheizung, die bei dieser Yes Plus Ausstattung entsprechend dabei ist. Also wirklich absolut top.
und Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. Ich habe ihn geleast. Auch dazu habe ich einen kleinen Film, ein kleines Extra-Video gemacht. Könnt ihr unter in der Videobeschreibung unter diesem Video dann auch euch anschauen. Und auch die Einjahres- und Zweijahresvorstellungen vom Auto, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, selbst nach 3 Jahren bin ich begeistert von dem Auto. Ich finde ihn immer noch sehr schick. Wenn ich nicht geleast hätte und die Möglichkeit bestehen würde, würde ich ihn auch übernehmen. Aber nach 3 Jahren ist dann auch mal wieder Zeit für irgendwas anderes. Aber ich kann ihn jedem empfehlen, der ihn fahren möchte. Und Hyundai im Generellen auch. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und ja, das soll es gewesen sein. Kürzeres Video von mir. Aber mehr muss ich dazu nicht sagen. Die Ausstattung und wie das Auto von außen aussieht und wie man da mit der Drohne rumfliegen kann und so weiter, das mache ich jetzt natürlich nicht nochmal neu. Guckt euch da einfach die Videos an, die ich schon gemacht habe, denn an der Ausstattung ändert sich ja nichts dran. Und nochmal, es gab keine Ausfälle. Also alles funktioniert noch so, wie es soll. Und das soll es gewesen sein. Egal für welches Auto ihr euch entscheidet, wenn ihr einen i20 habt oder ein anderes Auto, gerne mal eure Erfahrungen hier drunter schreiben, was ihr zu diesem Auto auch möglicherweise für eine Meinung habt. Und das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit, hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen hier in meinem Kanal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.